Eieieiei, so muss das natürlich gehen, ey. Leute, weiter geht's hier mit dem Team-Spot-Suche am Belaya. Schön hier auf dem Sonntagmorgen. Bisschen was rausziehen. Wild, kann ich euch sagen. Wild. Ich teste hier gerade einen Köder nach dem anderen durch. Auch ein bisschen was Exotisches hier auf Grund. Zum Beispiel einfach mal auch so eine Fliege auf Grund legen und solche Sachen. Zack, guck mal da, schon wieder eine Laube. Und ich kann euch sagen, am Belaya auf Grund, da geht so einiges. Ja, und es bimmelt auch schon direkt wieder los hier. Ja, es bimmelt auch schon direkt wieder los. Also, es zuppelt und zuppelt. Ich teste gerade hier mit ziemlich kleinen Haken, also mit einem 20er Haken. Zack, Fallbiss. Und probiere gerade einfach die verschiedensten Köder aus. Was wir sagen können bisher ist, ich sag mal, sowas wie einen Schuppenkarpfen oder sowas ist immer noch ein bisschen tricky. Ich hatte jetzt die Tage im Livestream endlich hier meine Quappe als Trophy gefangen. Mega geil. Das war mal wieder, also eine Quappe habe ich schon ewig nicht mehr gefangen. Endlich wieder eine Quappe gefangen. Richtig gut, ey. War hier in der Mitte Richtung 6,5 Meter Loch geschmissen. Schön auf Fischfetzen. Einserhaken groß. Und dann gib ihm. Also, aber das sind ja eigentlich Bekannte. Das sind ja so Standards sozusagen. Aber das hier zum Beispiel, das schmeckt jetzt auch. Das fängt schon ganz, ganz gut an. Perlengraupe habe ich jetzt gerade relativ frisch rausgelegt. Und wenn wir hier mal schon mal reingucken, hier schon zweimal jetzt wieder auf Perlengraupe eine Laube reingeballert. Jetzt überleg dir einfach mal, jetzt nehmen wir einfach mal das als Beispiel. Perlengraupe, dreimal eine Grundrute. Und dann ballerst du hier mal eben auf drei Grundruten fett die Lauben durch, damit du dann im Anschluss, in Windeseile geht das ja dann, aber damit du dann im Anschluss dir schön ein paar Weißlachse ziehen kannst. Das ist doch geil. Anstatt da schön mit einer Stippe immer zu stehen und immer nur eine Laube, wenn es denn dann hakt, dann doch lieber hier entspannt auf Grund. Fliege geht auch. Fliege geht, glaube ich, auch. Genau, da auch da haben wir die Laube. Aber zack, das sieht schon ganz gut aus, ey. Und so fürs Köderfisch machen. Oh, mal wieder ein schönes, fettes Rotauge. Ich habe auf 20er Haken, ne? Ich hatte hier, zuletzt hier bei der Ankündigung war ich ja an diesem Rotaugenspot da ganz am anderen Ende. Hier bin ich ja gerade ganz unten hier an dem Schniepi. Baller hier einfach mal so ein bisschen raus. Auch gar nicht weit. Ich habe es gar nicht geklippt. Das sind hier vielleicht 10 Meter oder sowas. Und dann raus damit. Quarkteig hat gerade kein Ergebnis gebracht. Hier war ich die ganze Zeit aber auch mit Mistwurm auf der Route unterwegs. Mistwurm verdammt gut, kann man sagen. Fast ähnlich wie Windenbach. Kast hatte ich auch. Da war auch ab und an mal eine Laube dran. Nehmen wir mal irgendwas Wildes noch. Nehmen wir mal ein Kohlblatt, Alter. Kohlblatt. Irgendwie, siehst du, das ist halt das Geile. Also dieses Team Spot suche, nutze ich wirklich dafür, für den ganz anderen, also wirklich ganz anders wilden Scheiß. Also mal angeln wie nie zuvor, um auch einfach mal wieder so out of the box. Man ist wirklich da in seinem Schema F immer drin. Du gehst zum Windenbach, nimmst dein, keine Ahnung, 22er, 20er, 18er Haken, schmeißt den ins Wasser und sagst, ja geil, lübt der Lachs. Mistwurm dran und dann gib ihm. Aber einfach mal anders. Einfach mal anders angeln. Damit man vielleicht auch wirklich immer wieder die Chance hat, andere Fische zu fangen. Also man muss, wie gesagt, einfach mal ein bisschen gucken. Wenn man sich zum Beispiel hier in seine Statistiken, wenn man da reinschaut, und da sind immer noch so ein paar
graue Flecken. Warum habe ich die denn noch nicht als Trophy? Warum habe ich die vielleicht noch gar nicht gefangen? Und dann einfach mal überlegen, okay, welche Möglichkeiten gibt es noch? Andere Idee hatte ich jetzt gerade auch schon. Muss ich mal gucken, ob ich das noch schaffe zeitlich. Oder wir machen das jetzt die Tage auch nochmal. Auch hier einfach mal mit winzigen Boilies probieren. Oder wenn du das jetzt gleich siehst, ich meine, wir haben Sonntagmorgen. Wenn du das jetzt gleich siehst, vielleicht gehst du einfach mal hier ran, haben wir Leieralgen, schnappst dir so ein paar winzige Boilies, so das Kleinste, was geht, und dann auch da einfach mal wild kombinieren. Keine Ahnung, was gibt es? Zuckmücke, Boilie, Achter oder sowas, sowas Kleines. Vielleicht sogar noch mit Futtermische oder PVA, richtig übertrieben. Vielleicht geht ja was. Einfach mal so eine Stunde in den Sand setzen. Vielleicht nach der Happy Hour. Einfach mal so eine Stunde in den Sand setzen und sagen, alles klar, ich teste jetzt mal, ob da noch was geht. Einfach mal ein bisschen verrückt. Ich stand zum Beispiel jetzt hier vorne auch. War das hier? Ne, das war sogar noch eine Ecke weiter da hinten. Da drüben. Und zwar nicht diese Nische hier, sondern da drüben diese Nische. Genau da oben schön reingeballert mit Tintenfisch, 16er Tintenfisch-Boilie. Oh, danke. Nee, ne? Was war das, Schollkotzer? Was für ein Katzer? Ha! Hat er sich mal schön ins Video reingeschmuggelt, Alter. Auf Schuppenkarpfen, Alden. Auf Schuppenkarpfen, schön da oben in dem Bereich. Das Größte, was dran war, waren ein 3 Kilo, 3, irgendwas Schuppi. Also kann man machen, muss man aber nicht. Aber ich meine, wer fängt denn auch schon Schuppenkarpfen am Belaya? Ich habe es tatsächlich im Hirn nicht richtig zusammenbekommen. Ich musste ernsthaft mehrfach überlegen, was ich da gerade sage. Schuppenkarpfen Belaya. Alter, das kriegst du gar nicht zusammen. So absurd ist das. Richtig wild. Köcherfliegenlarve läuft übrigens auch ziemlich gut hier an der Stelle. Ich glaube auch an verschiedenen Stellen. Gerne aber auch für Rotaugen. Zuckmückenlarve, Mistwurm, auch da gerne mal der Barsch. Made hatte ich jetzt bisher noch nicht. Zack, 20er Haken, Maggot, einfach rein damit mit der Made. Und dann zuppeln wir hier nochmal ein bisschen weiter. Ja, insgesamt, ihr seht, wie der Kescher aussieht. Hier ballerten dann hier so ein bisschen mehr auch der Mistwurm rein. Laube auf Fliege und solche Geschichten. Aber dann natürlich auch immer wieder zwischendrin die Giebel, die hier reingehen. Auf Teigköder oder sowas, da hauen dann hier eben auch die Giebel rein. Ich werde gleich mal gucken, was ich schön so als Fischfetzen verhackstücken kann und was dann von dem Ganzen hier noch übrig bleibt. Ein bisschen Happy Hour habe ich ja gerade noch. So, schön ein paar Fischfetzen gemacht, ein paar Köfis gemacht, den Kescher ordentlich ein bisschen geleert. Alles, was an, ja eigentlich alles, was zu Fischfetzen verarbeitet werden konnte, gemacht. Das heißt, auch das, was maßig war. Da geht es mir jetzt gerade weniger darum, hier ein bisschen Kohle zu machen. Mir geht es hier einfach darum, was rauszufinden. Und natürlich dann auch weiter ein bisschen zu skillen, gerade in der Happy Hour. Bis ich dann endlich mal hier meine 100% auf Köderbeschaffung habe. Na, hier ist jetzt gerade ein bisschen Flaute. Eigenartig, weil jetzt war die ganze Zeit richtig Remi-Demi. Also wirklich im Minutentakt oder mehr, dass da die, da zack, der nächste, dass da die Fische reingegangen sind. Erster jetzt hier auf der Made. Gucken wir mal, was wir haben. Auch da wieder Rotaugen. Was mich jetzt noch sehr interessieren würde, und ich überlege, ob ich hier hinter mir ins Gebüsch einfach schmeiße, auch mal hier in die Strömung. Ich hätte ja gerne noch ein bisschen Flusskrebs, ne? Wir haben jetzt so langsam die Abendstunden. Und ich baue mal. Soll ich mal auf einen 16er gehen oder sowas? Ein bisschen größer. Weißt du was? Ich gehe sogar noch größer. Ich gehe auf einen 6er Haken. 6er Haken nehme ich. Soll ich Tauwurm sogar nehmen? Ich nehme einmal 6er Haken Tauwurm.
Flusskrebs brauche ich noch. Gucken wir mal eben schnell rein. Statistiken, Trophäen, Belaya, genau, Flusskrebs. Flusskrebs und Güster. Dann haben wir hier auch schon den Ehrenfischer, Alter. Ehre. So. Aber das hier mit der Laube auf Grund, das finde ich schon echt gut. Also das wäre wertvoll. Da hat man was. Laube, drei Grundruten, bam, bam, bam und dann gib ihm. Das wäre nicht schlecht. So, Sechserhaken, Regenwurm, Sechserhaken, Mistwurm und Sechserhaken, nee, Tauwurm, genau. Mistwurm muss jetzt noch dran. Und dann haben wir hier Waterworm. Dreimal schön Gewürm. Warum den Sechserhaken? Der Sechserhaken ist, ja, hier steht Mittel dran. Sechserhaken ist schon eigentlich recht klein. Wenn man überlegt, dass mittlerweile so, also lange Zeit habe ich ja gesagt, immer so der Viererhaken, das ist so der ultimative, so für die normal großen Fische, sowas wie Karauschen oder mal einem Aal oder so, dafür ist dann auch ein Viererhaken ideal. Mittlerweile tendiere ich schon fast dazu zu sagen, okay, nimm mal lieber einen Einserhaken. Weniger Beifang, weniger Kleinkram, aber wenn es dann reinballert, dann richtig. Und dann hast du vielleicht auch mal ein bisschen eher eine Trophy dran. Also ich tendiere gerade eher zum fetteren Haken. Aber eigentlich schon länger. Ich meine, meine Statistik, meine Trophy-Fangstatistik ist ja nicht so schlecht, wollen wir mal meinen. Und wie gesagt, ich vermute, es liegt einfach auch daran, dass ich sehr viel oder sehr gerne mit deutlich größeren Haken angel. Oder größer als empfohlen. Und wenn es auch nur eine Nummer größer ist, weißt du, dann siehst du irgendwo so eine Stelle oder irgendwie in einem Forum oder weiß der Geier was und dann denkst du dir, Alter, boah, ist das nicht ein bisschen ein kleiner Haken? Ich nehme mal den fetteren Haken und dann ran damit. Wenn es der Köder erlaubt, das ist ja auch mal so ein Ding, ne? Wenn wir jetzt hier mal reinschauen, der Tauwurm zum Beispiel ist da ja ganz entspannt. Tauwurm, guck mal hier, 12er Haken bis 4,0. Gewaltiges Ding. Das ist halt wild, ne? Bis 4,0, weiß ich. Hier auch. Mistwurm. Jetzt überleg mal, du hast einen Mistwurm. Du kannst den auf einem 24er Haken packen. Du kannst den aber auch auf einen 4,0er Haken packen. Und da wunderst du dich, dass auf einem 4,0er Haken nicht ganz das Größte, was es gibt, aber kurz, also knapp darunter, dass da ein oller, kleiner, winziger Kaulbarsch drauf beißt. Also wie gesagt, das mit den Haken, das ist so wild. Von daher bin ich echt dabei, immer zu sagen, lieber einen etwas fetteren Haken und dann mit Glück auch die Trophy rausziehen. So, jetzt teste ich hier an der Stelle. Ich weiß nicht, ob da was lübt. Ich bin gespannt. Also ich stehe ja hier immer blind und baller einfach rein oder ich hoffe ja immer, dass da ein bisschen was rumkommt fürs Video. Sonst ist es auch immer ein bisschen boring, wenn der Lümmel hier auch gar nichts fängt. Will ja auch keiner sehen. Von daher hoffen wir mal, dass hier ein bisschen was reinballert, Alden. Und ja, dann schalte ich gleich mal rein, ne? Ein bisschen jetzt die Nacht abwarten. Wird ja auch gleich dunkel hier. Leute, ich kann euch sagen, absolute Katastrophe bisher. Mitten in der Nacht, oder es fängt jetzt ja... Ja, wir sind schon gut drin in der Nacht, aber es hat nicht einmal hier angefangen zu zuppeln. Deswegen bin ich direkt wieder zurück jetzt hier. Hab die Ruten gerade hier vorne rausgeschmissen. Und ja, gucken wir mal, was jetzt hier geht. Ich hoffe, dass da ein bisschen was geht. Ich hau mir hier nochmal ein bisschen aufs Ohr, wenn es bimmelt. Ja, gehen wir wieder dran. Leute, es bimmelt noch nicht. Es bimmelt noch nicht. Aber seht ihr da, die in der Mitte hier? Die ist gerade schön nach vorne gegangen. Da. Jetzt fängt es an zu bimmeln. Hier, diesen hier. Da ist irgendwas ganz Vorsichtiges dran.
Wir gehen da mal hin. Und nicht in der Hand nehmen, sondern G drücken und gucken. Nope. Die Schrift fängt nicht an zu zittern. Noch gibt es ja diesen komischen Bug. Und jetzt machen wir hier Y-Taste drüber halten über die Route. Und ganz kurz, also ganz kurz noch anschlagen die Y-Taste. Die drei auch. Jetzt zum Schluss die, wo der Fisch dran war. Und weiter warten. Da muss man gar nicht lange warten. Siehst du, wie schön. Und ab geht es. Sehr schön. Sehr schön. Was haben wir hier drauf jetzt? Mistwurm wieder. Zack, da geht er rein. Anschlagen. Und dann erst kurbeln. Nen schöner Giebel. Nen schöner Giebel. Komm, ich baller mal so ein bisschen nach da vorne. So. Werfen wir mal so ein bisschen darüber. Weil hier vorne ist ja auch so ein bisschen Schilf und Kraut, ne? Ja, nicht so richtig viel, aber zumindest so ein bisschen verdeckt. Ich suche halt echt die Stelle mit dem ollen Flusskrebs. Wenn du die Stelle hier kennst, mit dem ollen Flusskrebs, hier vielleicht schon mal einen schönen Flusskrebs als Trophy gefangen hast, direkt runterschreiben, Alten. Und dann gehe ich da direkt erstmal hin und ziehe raus, der Teil. Ey. Flusskrebs und Güster. Oh, guck mal hier. Wobei ich auf der Güster ja schon echt vermute, da muss ich direkt mit der Pose wieder dran. Mit der Stippe oder so. Aber auch für die Güster. Gerne drunter schreiben, wenn ihr da einen Spot kennt für die Güster. Ich will mal hier so langsam fertig machen. Belaya Ehrenfischer ist ja eigentlich nicht so schwierig. Das sind alles Fische, die man durchaus realistisch auch fangen kann. So, ich würde sagen, ich angle jetzt noch ein bisschen weiter, bevor das sich jetzt hier in die Ewigkeit zieht. Also kohlemäßig eher durchwachsen. Was wir sagen können, fürs Laubenangeln ist das hier, glaube ich, schon mal eine ganz geile Stelle auch. Muss man mal testen. Vielleicht sogar auch auf Pose. Durchaus eine Option, klar. Wenn das hier mit drei Grundruten so geht, vielleicht mit zwei Grundruten und einer Stippe. Dass man hier ein bisschen Gas gibt, wenn man sich ein paar Köderfische zusammenangeln will. Durchaus eine Option. Petri, ihr Lümmels, rinjehauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.